Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 18. Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsmarktsituation von Lehrkräften in Hessen verbessern, Drucksache 19/4772. Die vorgesehene Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Kollege hat sich Kollege Greilich von der FDP zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Befristete Arbeitsverträge mit Lehrkräften haben den Zeitraum der Sommerferien einzuschließen, wenn sich der Einsatz der Lehrkraft im Unterricht unmittelbar bis zum Beginn der Sommerferien erstrecken soll, und erst recht, wenn der Einsatz nach den Sommerferien fortgesetzt werden soll. Das, meine Damen und Herren, soll eine Selbstverständlichkeit sein. Da müssen wir uns einmal mit der Wirklichkeit in Hessen befassen. Eine Anfrage, die dahin gerichtet war, hat die Landesregierung im August 2016 beantwortet, die Drucksache 19/3652, in einer Art und Weise, wo man allerdings erstaunt sein kann, wenn bei den genauen Fragen zu befristeten Arbeitsverhältnissen die Landesregierung kurz und bündig antwortet, statistische Daten zur Beantwortung dieser Fragen liegen in der Personalverwaltung noch nicht vor und können daher nicht ausgewertet werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist in der Tat erstaunlich und unglaublich. Aber zum Glück gibt es ja noch andere Agenturen als nur das Hessische Kultusministerium. Es gibt ja auch noch die Bundesagentur für Arbeit, und die legt immer wieder vor, ihre Berichte Arbeitsmarkt kompakt. Im November 2016 hat man sich dort dankenswerterweise einmal mit dem Thema der Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien beschäftigt. Und dort steht das Wichtigste in Kürze, gleich auf der Seite 3 unter anderem. Erkennbar ist das Phänomen der Sommerferienarbeitslosigkeit insbesondere in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Einzelnen die Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien ist in Hessen dramatisch hoch. Gemäß den Daten der Bundesagentur für Arbeit ist Hessen für bundesweit rund 15% der zusätzlichen Ferienarbeitslosigkeit verantwortlich und nimmt damit hinter Baden-Württemberg einen unrühmlichen zweiten Platz ein. Das wird zur Abwanderung von Lehrkräften in Bundesländer mit attraktiveren Beschäftigungsangeboten führen und verschlechtert bei der ohnehin schon akuten Krise, insbesondere in hessischen Grundschulen, die prekäre Situation bei der Versorgung unserer Schulen mit Lehrkräften noch weiter. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, unverzüglich ihre verhängnisvolle Vorgehensweise zu beenden und allen Lehrern mit befristeten Arbeitsverträgen entweder unbefristete Verträge anzubieten oder sie zumindest so anzustellen, dass auch die Zeit der Sommerferien in die Vertragszeit fällt und demgemäß eine gerechte Bezahlung erfolgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann das eigentlich auf einen einfachen Nenner bringen. Wer Wert auf gute Bildung legt, Herr Kultusminister, der darf seine Lehrerinnen und Lehrer nicht wie Saisonarbeitskräfte behandeln. Deshalb hatte, und daran muss man erinnern, Kultusministerin Dorothea Hensler, die natürlich zu meiner Fraktion gehörte, unmittelbar nach ihrem Amtsantritt mit einem Erlass vom 5. März 2009 die Weiterbeschäftigung befristet angestellter BAT-Lehrkräfte während der Sommerferien angeordnet. Danach ging die Sommerferienarbeitslosigkeit deutlich zurück, und der Erlass gilt, soweit ich informiert bin, es ist ja gerade im Bericht auf eine Große Anfrage gekommen, nach wie vor. Aber was macht denn diese Landesregierung, was macht denn diese Koalition tatsächlich? Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis darf ich diese Grafik mal vorzeigen aus dem Bericht der Bundesagentur für Arbeit. Sie sehen hier relativ deutlich erstens den Peak im Sommer in den Monaten Juli, August. Da geht das richtig hoch. Das ist immer so, unter anderem deshalb, weil dort auch Ausbildungsgänge fertig sind und die Neueinstellungen natürlich erst nach den Ferien erfolgen. Aber das Erstaunliche ist, dass Sie hier so einen Schnitt sehen, 2014. Bis dahin ging das kontinuierlich zurück. Da war die Zahl entsprechend niedriger. Dann kam Schwarz-Grün. Da ist die Grenze des Regierungswechsels zu Schwarz-Grün. Und seitdem haben wir einen kontinuierlichen Anstieg der Kurve. Das ist doch bemerkenswert, was sich da verändert hat. Offenkundig hat man dort einen Spartopf gefunden. Der Anstieg der Zahl arbeitsloser Lehrer in den signifikanten eben gezeigten Monaten Juli und August
betrug im Jahr 2013 nur noch 759. Das waren im Regelfall Leute, die ihre Ausbildung absolviert hatten, sich arbeitslos gemeldet hatten und dann in den Dienst eintraten. Nach den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die der Landesregierung ja anscheinend nicht vorlagen, seit der Regierungsübernahme durch die schwarz-grüne Koalition ist das kontinuierlich gestiegen von den 759 über 998 im Jahr 2014, 1063 im Jahr 2015, vorläufiger Höchststand 2016 1102. Wir hoffen mal, dass nach dieser Debatte es dieses Jahr nicht so schlimm wird, aber ich bin gespannt, wir werden das beobachten. Meine Damen und Herren, das ist ein schlechtes Signal im Wettbewerb Hessens mit den anderen Ländern um die besten Lehrerinnen und Lehrer. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, die Kritik an ihrem Vorgehen seitens der Lehrerverbände, aber auch durch die Bundesagentur für Arbeit und die Kultusministerkonferenz, die sich ja auch entsprechend geäußert hat, ernst zu nehmen und die negative Entwicklung unverzüglich umzukehren. Gerade mit Blick auf den akuten Fachlehrkräfte- und Bewerbermangel muss die Landesregierung diesen Wettbewerbsnachteil abschaffen und dafür sorgen, dass den betreffenden Lehrkräften schnellstmöglich ein zumutbares Stellenangebot unterbreitet werden kann. Dieser peinliche Spitzenplatz von Schwarz-Grün in Hessen, unmittelbar nach Grün-Schwarz in Baden-Württemberg, ist ein schlechtes Signal, aber leider symptomatisch für den Zustand der Politik in Hessen. Meine Damen und Herren, Personalmangel, steigende Heterogenität in der Schülerschaft sowie Inklusion sind nicht nur in den hessischen Grundschulen aktuell die zentralen Themen, die zu einer permanenten Überlastung führen und kaum Raum für die notwendige individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler lassen. Es fehlt aktuell sowohl an ausgebildeten Grund- als auch an Förderschullehrkräften. Das haben wir hier ja schon erörtert. Und die Realisierung von Inklusion, das muss man sich einfach immer wieder klarmachen, ist nur möglich, wenn die Schulen anders als jetzt über eine entsprechende Ausstattung und ausreichend personelle Ressourcen verfügen. Wenn man sich nicht an der Zukunft unserer Kinder versündigen will, darf nicht an der Qualität der Bildung gespart werden. Und dazu kommt, dann darf man auch die Lehrkräfte nicht aus Hessen verscheuchen mit dieser Personalpolitik, wie Sie sie betreiben. Meine Damen und Herren, wir alle in allen Fraktionen bekommen ständig Briefe, Überlastungsanzeigen von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern, von ganzen Kollegien, von Schulen. Zuletzt ist bei mir eingegangen die Überlastungsanzeige der Georg-August-Zinn-Schule in Frankfurt. Ich will das nicht im Einzelnen zitieren, aber es gibt die Berichte überall im Land. Herr Staatssekretär, wenn wir in den Bereich Gießen gehen, nehmen wir den Leiter der Ludwig-Ullern-Schule, der in der Zeitung zitiert wird, Herr Dr. Jan Schneider, mit den Worten, wir kommen mit unseren persönlichen Ressourcen an die Grenzen. Sind also in der Tat die Ressourcen genug? Lehrer sind nicht da. Und die persönlichen Ressourcen, sprich die Belastbarkeit jedes Einzelnen, die ist überschritten. Und das ist ein Thema, und Herr Dr. Schneider bringt das auch schön auf den Punkt. Ich zitiere einen weiteren Satz. Inklusion, Ganztag, Integration, Verwaltung, alles Dinge, die mit Schule, so wie wir sie noch vor 10 Jahren, wie sie noch vor 10 Jahren waren, nichts mehr zu tun haben. Das ist in der Tat so. Schule hat sich verändert, und Sie sorgen im Übrigen mit immer neuen bürokratischen Lasten für die Schulen und die Schulleitungen natürlich auch dafür, dass es nicht besser wird. Meine Damen und Herren, daran, dass die Realisierung von Inklusion, der Ausbau von Ganztagsangeboten, zusätzliche Sprachkurse und Integration wichtige gesellschaftliche Aufgaben sind, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Diese Aufgaben können von den Schulen jedoch nur erfüllt werden, wenn eine entsprechende Ausstattung auch zur Verfügung gestellt wird. Insbesondere in den vergangenen 3 Jahren hat die Belastung vor allem der Grundschullehrkräfte durch die wachsende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler zugenommen. Und deshalb, Herr Kultusminister, ich appelliere da noch einmal an Sie, an die Koalition und an die Landesregierung insgesamt, dürfen Sie potenzielle Lehrkräfte nicht mit Ihrer Befristungspolitik verbrellen. Und ich wiederhole deshalb zum Abschluss, was ich schon einmal gesagt habe. Wer Wert auf gute Bildung legt, darf seine Lehrerinnen und Lehrer nicht wie Saisonarbeitskräfte behandeln. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich ganz herzlich auf der Besuchertribüne unsere ehemalige Kollegin Frau Ilona Dörr begrüßen. Herzlich willkommen.
Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Kurz vor den Sommerferien sucht die FDP augenscheinlich nach einem Thema, um das Sommerloch zu füllen. Worum geht es im Konkreten? Beschäftigungssituation der Lehrkräfte in Hessen. Im Mittelpunkt die von Ihnen so genannte Arbeitslosigkeit der Lehrkräfte. Ob das ein geeignetes Thema ist, Herr Kollege Greilich, das werden wir jetzt einmal abarbeiten. Gucken wir mal ganz genau hin. Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie den Erlass der Kultusministerin Hensler vom 5. März 2009 zitiert haben. Dieser Erlass ist nach wie vor in Kraft, um Ihre Frage zu bestätigen. Ja, dieser Erlass hat auch dazu geführt, dass die befristeten Arbeitsverträge ein Stück weit zurückgegangen sind. Zu den konkreten Zahlen kommen wir gleich. Da gucken wir sehr genau hin. Die Wahrheit ist, und das würde ich hier betonen, seit dem Jahr 2009 hat im Übrigen die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer im hessischen Schuldienst signifikant zugenommen. Wir haben nämlich mittlerweile 5.500 Lehrer mehr an den hessischen Schulen. Das darf man einmal sagen. Alleine 2.500 Lehrer mehr nur in dieser Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Da können wir stolz drauf sein. Wir haben im Übrigen, da haben Sie auch darauf hingewiesen, die zusätzliche Herausforderung, wo wir die nötige Flexibilität auch brauchen, innerhalb von 2 Jahren 30.000 Seiteneinsteiger. Wenn Sie sagen, dass da nicht eine bestimmte Dehnungsfuge im Sinne der Flexibilität und Mobilität erforderlich ist, dann müssten wir da mal genauer darüber sprechen. Aber kommen wir noch einmal auf den Erlass der Kollegin Hensler zu sprechen, mit der ich im Übrigen am Montag mich ausgetauscht habe, am Montag bei dem Termin des Bildungsforums der VHU. Sie kann an dem Erlass nichts verkehrt finden, und der Erlass wirkt nach wie vor. Wer 39 Wochen im Jahr arbeitet, wird auch während der Sommerferien durchbezahlt. Das war so, das ist so und das bleibt so. Das will ich nur einmal feststellen. Da können wir auch nicht hin und her diskutieren, weil hier ein anderes Bild gestellt wird. Deswegen will ich sehr deutlich sagen, die Hessische Landesregierung und diese Koalition beschränkt befristete Arbeitsverträge auf das unerlässliche Mindestmaß. Befristete Arbeitsverträge sind die große Ausnahme und nicht die Regel, Herr Kollege Greilich. Und befristete Arbeitsverträge, auch das ist die Wahrheit, lassen sich nicht vollständig ausblenden und vermeiden. Ich habe es eben schon gesagt, die Flexibilität bei Schwangerschaften, bei Mutterschutz, bei Erziehungszeit, bei Krankheit, die muss gewährleistet sein. Ich stelle Ihnen sehr konkret die Frage, wollen Sie in jedem Schwangerschaftsfall eine unbefristete Lehrkraft dafür einstellen? Die Frage können Sie ja gerne beantworten. Deswegen komme ich einmal auf die von Ihnen skizzierte positive Entwicklung zu sprechen. Im Jahr 2009 da waren es 6.087 unbefristete Arbeitsverträge, 2015. Lassen Sie eine Frage von Herrn Greilich mal, zu. Sehr gerne, Herr Kollege Greilich, bitte. Herr Kollege Schwarz, ich höre Ihnen interessiert zu und finde das zu großen Strecken auch richtig. Ich frage mich nur, in welchen Punkten Sie mir widersprechen. Ich habe bis jetzt noch nichts dergleichen gemerkt. Auch zu sinnentnehmend zuzuhören und zu verstehen und auch meinen Ausführungen weiterhin aufmerksam folgen zu können. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg beim Zuhören und Verstehen. Also 2009 6.087 unbefristete Arbeitsverträge. 2015, da war Schwarz-Grün schon zwei Jahre im Amt, 4.546. Es ist festzustellen, dass im Jahr 2016, und da teile ich Ihre Einschätzung auch, man muss Ursachen aber auch beschreiben,
ein leichter Anstieg zu verzeichnen war, nämlich um 95 auf 4.641. Nebenbei, ich sage es noch einmal, sind 30.000 Seiteneinsteiger reingekommen, die in Deutsch unterrichtet werden. Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, all das haben Sie vollständig in Ihren Ausführungen ausgeblendet. Und auch wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, das ist alles fürchterlich, was hier passiert, die hohe Fluktuation und die ungewisse Aufenthaltsdauer von schulpflichtigen Flüchtlingen und angesichts der Herausforderungen, die in allen Bundesländern hier zu verzeichnen sind, muss man einpreisen. Und es ist verantwortbare und vernünftige Politik, dies entsprechend auch mit entsprechenden Ressourcen vorzuhalten. Und genau dies tut diese Landesregierung präzise, planvoll und erfolgreich momentan. Und dann wollen wir auch noch einen Punkt aufgreifen. Reden wir doch einmal von der Entfristung. Die Entfristung, bin ich sehr dabei, die individuelle Prüfung bei der Entfristung von Arbeitsverträgen völlig in Ordnung. Aber das darf nicht dazu führen, dass gut und hochqualifizierte Arbeitskräfte, Lehrkräfte, die nachwachsen und möglicherweise einen besseren Notenwert und eine tolle Fächerkombination haben, dann zum Nachteil oder ins Hintertreffen geraten. Auch diese muss man im Blick behalten. Und dann will ich, Herr Kollege Greilich, auch wenn es jetzt unangenehm wird, mal ein Thema ansprechen. Thema Kettenverträge. Zu Ihren Zeiten, als Sie das Kultusministerium geführt haben mit der Frau Hensler und der Frau Beer, da gab es Kettenverträge, die deutlich über 10 Jahre hinausgingen. Da gab es x Klagen, deutlich über 10 Jahre. Noch einmal zum Mitschreiben, deutlich über 10 Jahre. Deutlich über 10 Jahre. Das ist ja alles nach. Ja, ich war dabei. Ich war nämlich im Schuldienst. Ich war im Schuldienst. Ja, also ich weiß, ich rede da nicht wie der Blinde von der Farbe. So. Es gab x Klagen, und der Minister Prof. Lorz hat 2015 einen Erlass herausgegeben, der dazu geführt hat, warum sind Sie denn so aufgeregt? Ich verstehe das gar nicht. Der dazu geführt hat, der Erlass unseres Kultusministers Prof. Lorz, dass de facto wir nur 5 Jahre Kettenverträge sprechen. Wir sind hier auf einem konsequenten Abbaupfad, und das ist gut und vernünftig. Das hilft nämlich den Lehrkräften vor Ort. Wir haben diese Zahl mehr als halbiert. So. Und da machen wir weiter. Wie viel Prozent der Lehrkräfte reden wir eigentlich? Weniger als 1 % der Lehrkräfte, die wir in Hessen beschäftigen, werden in den hessischen Sommerferien nicht durchbezahlt. Nur davon reden wir. Deswegen ziehen wir jetzt einmal einen Strich darunter und schauen genau hin. Sie haben ja bei dem Thema wie das große Besteck ausgepackt und haben alle Themen, die die Bildungspolitik bewegen, hier noch einmal aufgezählt. Das ist Ihr gutes Recht, das darf Opposition tun, muss Opposition vielleicht auch tun, aber man darf ja da vielleicht auch einmal beim Thema bleiben. Sie haben wie eine Monstranz wieder vor sich hergetragen, zusätzliche Bürokratisierung. Sobald es konkret wird, können Sie nie ein Beispiel dafür nennen, wo die Bürokratie dann zunimmt. Das können wir uns ja sehr genau anschauen und mal gerne besprechen. Ich will mal sehr deutlich sagen, die Beschäftigungssituation der Lehrkräfte in Hessen ist gut. Die Lehrerversorgung in Hessen ist so gut wie nie. Und ich sage es Ihnen sehr deutlich, wer Unterrichtsausfall vermeiden will, wer 105% Lehrerversorgung vorhalten will, wer Planungssicherheit für Schulen will und wer eine mobile Vertretungsreserve vorhalten will, der braucht auch die von mir eben beschriebene Flexibilität, um entsprechend steuern zu können. Und wenn wir diese Flexibilität uns nehmen, würden wir den Schulen, den Schülerinnen und Schülern und der Bildung in Hessen einen Bärendienst erweisen. Ein komplexes System, ein Riesensystem mit über 65.000 Köpfen, mit über 52.000 Stellen, so viel wie nie zuvor, bei 770.000 Schülern, braucht genau diese Flexibilität, wenngleich wir weiter daran arbeiten, das befristete
Arbeitsverhältnisse an hessischen Schulen die Ausnahme bleiben. Sie sind die Ausnahme, und wir werden weiter daran arbeiten, dass diese Kurve noch weiter nach unten geht. Da sind wir auf einem sehr guten Weg im Sinne von guter Bildung in Hessen und für hessische Schulen. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Degen von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Kollege Schwarz hat ja eben versucht, das Thema so ein bisschen runterzureden und auch gefragt, ob das überhaupt ein geeignetes Thema ist. Also, Herr Kollege Schwarz, will ich Ihnen sagen, das ist ja kein Thema, was irgendwie neu wäre. Das ist ja eigentlich so, wie jährlich grüßt das Murmeltier hier. Es kommt alle Jahre wieder. Und da habe ich zufällig auch noch mal einen netten Ausspruch gefunden vom August letzten Jahres in der Süddeutschen vom damaligen noch Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, der zu dieser Thematik der Sommerferienarbeitslosigkeit der Lehrerinnen und Lehrer gesagt hat, dass das ja eine gängige Praxis sei, die er als Ausbeutung bezeichnete, und dass es für die Betroffenen schwer sein dürfte, rechtlich dagegen vorzugehen. Da helfe nur politischer Druck, indem die betreffenden Länder an den Pranger gestellt werden. Meine Damen und Herren, ich sage ausdrücklich, Pranger ist nicht meine Wortwahl. Ich habe nur den Kollegen Kraus zitiert, der ja auch gerade der CDU-Fraktion sehr bekannt ist, weil er der ständige Sachverständige der hiesigen CDU-Fraktion in der Enquetekommission Bildung ist. Meine Damen und Herren. Hessen vorn, das war einmal, außer bei der Lehrerarbeitslosigkeit. Kollege Greilich hat die Zahlen sehr deutlich dargestellt. Ich will auch noch einmal, um die in einen Bezug zu setzen, weil man könnte ja jetzt meinen, Flexibilität und so, klar, die muss gegeben sein. Aber warum schaffen es dann, Herr Kollege Schwarz, andere Bundesländer, ich sehe jetzt einmal von Baden-Württemberg ab, aber warum schaffen es andere Bundesländer, die ja zum Teil noch viel, viel mehr Lehrkräfte im Dienst haben als wir? Ich will nur einmal nennen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mit 167.000 Lehrerinnen und Lehrern. Warum haben die einen deutlich geringeren Anstieg der Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien als Hessen, meine Damen und Herren? Das muss mir erst einmal jemand erklären. Meine Damen und Herren, Lehrkräfte, die auch oder erst wieder nach den Sommerferien eingestellt werden, erst dann wieder beschäftigt werden, müssen auch in den Ferien bezahlt werden. Da sind wir sehr klar sortiert und sehr auch auf dem, was der Kollege Greilich gesagt hat, meine Damen und Herren. Alles andere ist einfach unsozial. Und so geht man nicht mit Menschen um. So nimmt man gerade jungen Lehrkräften die Motivation. So schafft man weder Zukunftssicherheit noch soziale Absicherung. Und die Leidtragenden, das sind ja nicht nur die Betroffenen selbst, das sind doch genauso die Schülerinnen und Schüler, denn durch die ständige Personalfluktuation kann keine stabile Lehrer-Schüler-Bindung aufgebaut werden, und das führt am Ende einfach auch zum Nachlassen der Unterrichtsqualität. Meine Damen und Herren, die Landesregierung sagt oder wird vermutlich sagen, na ja, es werden ja nur die nicht weiter beschäftigt, die nach den Sommerferien keinen neuen Vertrag hätten. Frage ich mich, warum beendet eben nach den Sommerferien immer eine ähnliche Größenordnung, eben wird wieder entlassen aus der Arbeitslosigkeit. Das heißt, es steigt an, dann werden die gleiche Anzahl wird wieder eingestellt danach. Das heißt, da ist doch der Bedarf da. Und genauso wurde jetzt in der Antwort auf unsere Große Anfrage gesagt, das hat ja auch etwas mit der Flüchtlingswelle zu tun. Aber andererseits, die Bundesagentur sagt gerade durch die Flüchtlingswelle, ist ja ein höherer Bedarf da, denn es sind ja keine Vertretungslehrkräfte, es sind ja ordentliche Planstellen, die geschaffen wurden, wo Leute eingestellt werden, die nicht Vertretung machen. Also auch das passt hinten und vorne nicht in der Argumentation. Und dann will ich was sagen. Dann will ich was sagen zu dem Erlass, der aus dem Jahr 2009 stammt. Zur Erinnerung, eine Lehrkraft muss 39 Wochen eingestellt sein. Sie muss bis zu den Sommerferien arbeiten. Und sie muss eine Vertretung machen für eine Lehrkraft, die auch in den Sommerferien noch nicht wieder im Dienst ist, meine Damen und Herren.
Und da will ich noch einmal sagen, auch vielleicht muss man über diesen Erlass mal nachdenken. Weil jemand, der nur 38 Wochen im Jahr einen Vertrag hat, der bekommt dann eben keine Bezahlung in den Sommerferien. Und genauso ist es so, wenn eine Lehrkraft jemanden vertritt, diese Lehrkraft vielleicht aus Mutterschutz kommt wieder, dafür geht eine andere Lehrkraft, fällt aus, und die Vertretungskraft behält weiterhin einen Vertrag, bekommt einen Vertrag nach den Sommerferien wieder, nur für eine andere Person. Die Person bleibt an der Schule, behält wahrscheinlich sogar die Klasse, die sie hat. Trotzdem bekommt sie nach ihrem Modell hier, nach ihrem Erlass, keine Bezahlung in den Sommerferien. Dementsprechend darüber muss man nachdenken. Meine Damen und Herren, es wurde schon angesprochen, es geht auch hier um die Frage von befristeten Verträgen insgesamt. Denn natürlich kommt die Lehrerarbeitslosigkeit nur dadurch zustande, dass es hier um befristete Verträge eben geht. Und auch da will ich noch einmal deutlich machen, das Maß der befristeten Verträge in Hessen ist nach wie vor extrem hoch. Seit 2014, da habe ich andere Zahlen als der Kollege Schwarz, nämlich das hat die große Anfrage, die gerade kam, hergegeben. 2014 waren es 5.722 im Dienst des Landes Hessen an Schulen, die befristet nur eingestellt waren. 2015 waren es schon einige mehr, und 2016 waren es über 6.000, meine Damen und Herren. Jetzt will ich mich nicht streiten, ob das jetzt 5.000 oder 6.000 waren. Es sind zu viele, meine Damen und Herren. Es ist klar, man wird nicht ganz auf befristete Verträge verzichten können, aber es sind zu viele, und das müssen weniger werden. Und wenn ich schon bei Zahlen bin, will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es auch wir nicht nur ein Problem haben an unseren Schulen, dass da zu viele Menschen befristet eingestellt sind, sondern auch, dass ja nur 90% von denen, die eingestellt sind, überhaupt eine Lehrbefähigung für die Schulform haben, an der sie eingesetzt, meine Damen und Herren. Die Landesregierung behilft sich mit Behelfslehrkräften über Wasser, um zu verdecken, dass es einen viel größeren Lehrermangel gibt, als der eigentlich bisher offenkundig ist. Und das, meine Damen und Herren, muss sich auch ändern. Hier haben wir schon deutliche Initiativen vorgelegt, um den Mangel, um die Weiterqualifikation voranzubringen, damit hier weiter qualifiziert werden kann, meine Damen und Herren. Das von einem Allzeitstellenhoch, wie es immer mal wieder die Rede ist, kann also keine Rede sein. Stellen sind nicht besetzt. Am Ende ist das ein Buchungstrick. Und es sind ja eben nicht unerheblich viele Menschen eben eingesetzt, die nicht dafür ausgebildet sind. Und dazu kommen die Arbeitsbedingungen. Auch die machen den die Arbeitsmarktsituation entsprechend schwierig. Herr Kollege Greilich hat es angesprochen. Es ist nicht mehr nur der Brandbrief aus Frankfurt. Es sind jetzt inzwischen die Briefe, auch die kamen aus Gießen. Lehrer schieben Frust, wurde hier geschrieben, oder wenig Lehrer, kaum Geld. Das macht es nicht einfach, die passenden Lehrerinnen und Lehrer zu finden für unsere Schule, meine Damen und Herren. Und hier können, müssen wir einfach handeln. Auch die Nullrunden und das Lohndiktat leisten ihren Beitrag. Und genauso die Weigerung der Landesregierung, die Grundschullehrkräfte so zu bezahlen wie andere Lehrkräfte auch. Ich habe es ja schon einmal gesagt, ich habe noch einmal nachgeschaut. Sogar die neue Koalition in Schleswig-Holstein hat sich das zum Ziel gesetzt, Grundschullehrkräfte künftig nach A13 zu bezahlen. Auch das ist ein Beitrag, um die Arbeitsmarktsituation an unseren Schulen zu verbessern, meine Damen und Herren. Nur so wird Hessen wieder Wettbewerbsfähigkeit. Nur so werden wir die besten Lehrkräfte für unsere Kinder, an unseren Schulen haben, meine Damen und Herren. Dementsprechend werden die Sozialdemokraten dem Antrag der FDP uneingeschränkt zustimmen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Kollege Degen, zu einer Kurzintervention hat sich Kollege Schwarz noch einmal zu Wort gemeldet. Sie haben 2 Minuten Redezeit. Herr Kollege Degen, ich bin schon gespannt auf die Anträge der SPD-Fraktion zum Doppelhaushalt 2018-19. Die Mehrausgaben, die dort im Raum stehen, wurden ja im Laufe dieser Plenarwoche schon diskutiert. 3 Milliarden mehr ohne jegliche Deckung. Vielleicht kommen jetzt irgendwelche Anträge. Das wird enorm spannend. Was Sie eben gerade beschrieben haben, kostet ja auch wieder alles ordentlich Geld. Ich würde gerne wissen, wie Sie das dann mal im Konkreten machen und nicht nur Ihren Sonntagsreden im Hessischen Landtag.
Aber das können Sie ja gleich in Ihrer Antwort hier mal ausführen. Da ist das Haus sicherlich im hohen Maße daran interessiert. Wir waren gestern und vorgestern bei 3 Milliarden. Vielleicht kommen wir heute auf 3,5 Milliarden. Da schauen wir mal genau hin. Ich habe mich aber gemeldet, weil Sie eine wirkliche Steilvorlage geliefert haben. Wollen Sie ernsthaft die Bildungspolitik und die Situation, die in Nordrhein-Westfalen von Frau Kraft verantwortet wurde, mit dem Unterrichtsausfall. Frau Kraft war die verantwortliche Person, die die Richtlinien der Politik in Nordrhein-Westfalen bestimmt hat. Und Frau Kraft ist für das, was sie getan hat, abgewählt worden. Frau Kraft hat zu verantworten, dass in Nordrhein-Westfalen in jeder Woche über 100.000 Unterrichtsstunden ausfielen. Frau Kraft hat zu verantworten, dass die Unterrichtsversorgung bei Weitem nicht bei 100% ist. Da arbeitet jetzt die neue Koalition dran. Wir haben 105%. Wir haben de facto keinen Unterrichtsausfall, und da sollten sich andere ein Beispiel dran nehmen. Und insofern bitte ich doch, wenn Sie Vergleiche ziehen, das kann man immer gerne machen, aber dann sollten es auch welche sein, die in irgendeiner Form fragen. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende. Von daher vielen Dank. Ich glaube, meine Redezeit ist zu Ende. Danke sehr. Danke, Herr Kollege Schwarz. Herr Kollege Degen, Sie haben 2 Minuten zur Erwiderung. Herr Kollege Schwarz, es ist eben schon nicht den Saal geklungen. Ich will einmal daran erinnern, die Bildungsministerin, so heißt das in NRW, war bis vor kurzem eine grüne Ministerin, die dort Schulpolitik vor allem verantwortet hat. Aber ich will auch noch einmal sagen, es geht mir gar nicht um NRW heute. Ach, der Herr Pentz ist auch wieder da. Ich will gar nicht jetzt hier über Schulpolitik in NRW reden. Ich will über Lehrerarbeitslosigkeit in Sommerferien reden, meine Damen und Herren. Und die. Und ich beziehe mich jetzt nicht nur auf die Daten der Bundesagentur für Arbeit. Der Anstieg der Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen war im Jahr 2060 140 Personen, meine Damen und Herren. In Hessen waren es 860. Und diese Zahlen alleine machen deutlich, dass es anders geht, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Degen. Als nächster Redner spricht nun Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist ja schon manchmal spannend, welche Themen einzelne Fraktionen zum Setzpunkt, also zu ihrem wichtigsten Thema in einer Plenarwoche machen. Und manchmal braucht es auch der Einordnung, um zu erkennen, wie bedeutsam ein Thema ist oder wie bedeutsam es auch nicht ist. Deshalb mal ein kleiner Hinweis. In den meisten anderen Bundesländern wird, wenn wir über Bildungspolitik reden, darüber gesprochen, wie man eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung hinbekommt, also die Abdeckung des Pflichtunterrichts. Das ist beispielsweise in Rheinland-Pfalz so. Ich erwähne sehr bewusst ein Land, in dem FDP und GRÜNE gemeinsam Verantwortung für die Landesregierung tragen. Das steht im Koalitionsvertrag. Unser Ziel ist 100% Unterrichtsabdeckung, also die Abdeckung des Pflichtunterrichts. In Schleswig-Holstein, ich erwähne noch einmal ein Land, damit das nicht parteipolitisch hier ausgelegt wird, in dem GRÜNE und FDP jetzt neu gemeinsam Verantwortung tragen, in Schleswig-Holstein mit der CDU, in Rheinland-Pfalz mit der SPD. Dort finden wir im Koalitionsvertrag, dass das Ziel der Landespolitik in Schleswig-Holstein ist, eine 100-prozentige Unterrichtsabdeckung hinzubekommen. Meine Damen und Herren, darüber reden wir in Hessen schon lange nicht mehr. In Hessen darüber. Ja, man muss aber auch einmal einordnen, um zu verstehen, wie groß Probleme sind in Relation zu dem, was in anderen Bundesländern ist. Sondern wir reden hier in Hessen seit einigen Jahren, und auch das sei zugestanden, auch mit Mitverantwortung der FDP,
über 105% Lehrerversorgung. Also eine Lehrerausstattung, eine Ausstattung unserer Schulen, eine Möglichkeit zu individueller Förderung für Schülerinnen und Schüler, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Ich glaube, eine solche Einordnung ist manchmal notwendig in bildungspolitischen Debatten, um große Probleme von den nicht ganz so großen Problemen zu unterscheiden, meine Damen und Herren. Ich wundere mich auch deshalb über diesen Setzpunkt, weil es keine politische Kontroverse gibt. Alle Fraktionen in diesem Haus wollen, dass befristet angestellte Lehrerinnen und Lehrer in den Sommerferien bezahlt werden. Und die Regeln dafür hat die FDP-Kultusministerin definiert mit einem Erlass. Und an diesem Erlass hat sich seitdem überhaupt nichts geändert. Und deshalb frage ich die Kolleginnen und Kollegen der FDP, wo ist jetzt eigentlich Ihr Angriffspunkt? War der Erlass falsch, den Ihre Kultusministerin gemacht hat? Also, es hat sich an den Rahmenbedingungen überhaupt nichts geändert seit Ihrer Regierungsbeteiligung, und es gibt auch überhaupt keine politische Kontroverse in diesem Bereich. Was also ist heute das Thema im Setzpunkt der FDP, meine Damen und Herren? Die FDP-Kultusministerin hat damals, und das war gut, das wurde breit in diesem Haus unterstützt, gesagt, wer mindestens 39 Wochen in einem Jahr befristet tätig war an einer Schule, der oder die hat auch ein Anrecht darauf, dass die Sommerferien dann auch noch bezahlt werden. Das war ein wichtiger, das war ein richtiger Fortschritt. Der gilt heute genauso, wie er damals galt, und er wird auch in Zukunft gelten. Und wo ist jetzt das Thema eigentlich der FDP, meine Damen und Herren? Jetzt kann man das natürlich so machen, wie es die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie bei jedem landespolitischen Thema machen. Wenn irgendjemand ein Problem anspricht, dann lösen wir das dadurch, dass wir jetzt noch mehr Geld ausgeben. Herr Kollege Degen hat ja damit schon wieder angefangen. Also, er hat jetzt nicht nur versprochen, das A13-Besoldung für die Grundschullehrer ohne jeden Gegenfinanzierung, ohne jeglichen Antrag der SPD-Fraktion zu diesem Thema, sondern er hat jetzt gesagt, okay, wenn es Leute gibt, die mit den 39 Wochen unzufrieden sind, dann müssen wir halt auch mal über diese Grenze reden. Das kann man alles machen, Herr Kollege Degen. Aber wo ist denn dann jetzt die neue Grenze? Wo ist denn dann jetzt die neue Grenze? Wie lange muss man denn in einem Schuljahr Ihrer Meinung nach beschäftigt sein, um die Sommerferien bezahlt zu bekommen? 38 Wochen, 37 Wochen, nur 20 Wochen, nur 10 Wochen? Und würden Sie nicht auch sagen, dass es irgendwo eine Grenze gibt, wenn jemand beispielsweise nur 10 Wochen beschäftigt war, weil er eine Krankheitsvertretung hatte? Wenn diese Krankheitsvertretung im Oktober des Jahres war, sind Sie dann der Meinung, dass er im Juli des Folgejahres die Sommerferien bezahlt bekommen sollte? Herr Kollege Degen, haben Sie mal wieder versucht, es allen wohl und keinem wehe zu machen, aber durchdacht war auch dieser Vorschlag einmal mehr nicht. Ja, wir sehen natürlich auch, dass in den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit die Zahl der in den Sommerferien arbeitslos gemeldeten Lehrerinnen und Lehrern steigt. Aber noch einmal, es ist nicht der Ausdruck einer veränderten Politik. Da sind wir uns einig, wann die Sommerferien bezahlt wurden. Sondern es könnte etwas damit zu tun haben, meine Damen und Herren, dass das System Schule in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren noch einmal komplexer geworden ist durch zusätzliche Herausforderungen. Die eine Herausforderung sind natürlich die Migrantinnen und Migranten, die zusätzlich ins System gekommen sind, für die wir sehr kurzfristig Deutschförderung organisieren mussten. Ja, teilweise in befristeten Verträgen, teilweise in kurzfristig befristeten Verträgen, für die dann, wenn die 39 Wochen nicht erreicht waren, die Sommerferien nicht bezahlt wurden. Aber das ist doch nicht Ausdruck eines politischen Wollens. Es ist doch nicht Ausdruck einer geänderten Herangehensweise an dieses Themas, sondern es ist schlicht und ergreifend der Tatsache geschuldet, dass das System unglaublich komplex ist und vor besonderen Herausforderungen steht, meine Damen und Herren.
Und ich bin mir sicher, wenn Sie Fälle haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wo die von Ihrer Ministerin eingeführte 39-Wochen-Regelung nicht eingehalten wird, dann müssen wir diesen Fällen nachgehen. Weil ich sage das ganz ausdrücklich, wer gemäß dieser Regelung Anspruch auf die Bezahlung der Sommerferien hat und auch auf die weitere Anstellung in den Sommerferien, der soll das auch bekommen. Das sind Ihre Ausführungen völlig richtig, die Sie gemacht haben. Aber Sie haben ja in Ihrer Rede nicht gesagt, dass es diese Fälle gibt. Wie gesagt, wenn es sie im Einzelfall gibt, wir gehen denen gerne nach. Fassen wir zusammen, meine Damen und Herren. Die Probleme, über die wir manchmal im Hessischen Landtag in der Bildungspolitik reden, hätten andere Bundesländer gerne. Andere Bundesländer beschäftigen sich mit viel existenzielleren Problemen. Ich habe es erwähnt, in anderen Bundesländern geht es darum, ist die Grundunterrichtsversorgung abgedeckt. Das muss man immer noch einmal einordnen. Zweite Bemerkung. Es hat sich an den Rahmenbedingungen seit der FDP-Kultusministerin in Bezug auf die befristeten Verträge überhaupt nichts geändert. Dritte Bemerkung. Es finden weiterhin alle Fraktionen in diesem Haus richtig, dass es die 39-Wochen-Regelung von Frau Hensler gibt. Und vierte Bemerkung. Eines, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, hat sich in den vergangenen 3 Jahren geändert, dass nämlich in jedem Punkt der Unterstützung für unsere Schulen die Rahmenbedingungen heute noch einmal besser geworden sind als zu Ihrer Regierungszeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Faulhaber von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, Herr Wagner, Herr Schwarz, Sie tun so, als wäre es kein Problem, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer von einem Zeitvertrag zum nächsten hangeln müssen. Und alle Fraktionen im Hessischen Landtag wollen die Sommerarbeitslosigkeit nicht. Jetzt frage ich mich eigentlich, warum steigt sie denn? Also, das ist ja doch die Frage. Ich kann Ihnen sagen, für die Schulen und die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer ist es ein Problem. Das schafft ja nicht nur Unsicherheit an den Schulen, es schafft private Unsicherheit. Und wenn Sie hier davon sprechen, es sind nur 1 %, was soll denn das heißen? Arbeitslos ist arbeitslos. Und da wird es auch nicht besser, dass insgesamt mehr Lehrerinnen eingestellt worden sind. Und arbeitslose Lehrer als Dehnungsfuge zu bezeichnen, zeigt deutlich Ihren Respekt, Herr Schwarz, vor dieser wichtigen Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Und ich werde mal sagen, also Schwangerschaftsvertretungen kann man auch während der Ferien bezahlen. Da gibt es überhaupt keinen Grund, dass man das nicht tun muss. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass, nur mal so nebenbei, dass an den hessischen Hochschulen dieses Problem im Mittelbau noch wesentlich ausgeprägter ist mit der Sommerarbeitslosigkeit, Semesterferienarbeitslosigkeit. Doch es steigt ja auch in den allgemeinbildenden Schulen wieder an und gewinnt an Relevanz. Da hat der Herr Greilich ja richtig argumentiert. Das kann man in jeder Statistik sehen. Die Zahl der sommerarbeitslosen Lehrer ist wieder deutlich angestiegen, auf ungefähr 1.100. Und dabei ist es bundesweit sogar rückläufig mit der Sommerarbeitslosigkeit. Aber in Hessen steigt sie. Und dann, finde ich, ist das auch ein Thema, das hier im Landtag dringend behandelt werden muss. So. So. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es ja umso kurioser,
Da Hessen in den letzten Monaten vor allem durch Lehrermangel an bestimmten Schulformen aufgefallen ist, und wir haben in den letzten Monaten viel über die Attraktivität des Lehrerberufs gesprochen und darüber, wie es gelingen könnte, junge Lehrkräfte anzuwerben und in Hessen zu halten. Und da muss man an dieser Stelle nun ganz deutlich sagen, gute Werbung ist es für Hessen nicht, wenn es zu den 4 Bundesländern deutschlandweit gehört, in denen Lehrerarbeitslosigkeit während der Sommerferien ein deutlich erkennbares Phänomen ist. Besonders nicht, wenn schon vor Jahren der schon mehrfach erwähnte Erlass greifen sollte. Dann dürfte die Zahl ja eigentlich gar nicht ansteigen. Wie kann es sein, dass wir einerseits händeringend Lehrerinnen und Lehrer suchen und gleichzeitig über 1.000 Lehrkräfte in den Sommerferien ohne Vertrag vermelden müssen? Das stimmt doch etwas nicht. Das können Sie hier auch nicht schönreden. Und die Erklärung, das habe auch mit der Beschulung geflüchteter Kinder zu tun, entbehrt irgendwie der Logik. Wenn diese Beschulung an den Schulen gut funktioniert, gibt es eigentlich auch keinen Grund, die Lehrkräfte nicht weiter zu beschäftigen. Auch wenn die Kinder und Jugendlichen schließlich Deutsch gelernt haben, dann brauchen sie ja trotzdem weiterhin Unterricht und Unterstützung. Und so an der guten Integration gehören nun einmal engagierte Lehrkräfte in ausreichender Zahl. Die vielen Überlastungsanzeigen aus den letzten Monaten haben doch gezeigt, unsere Lehrkräfte sind an ihren Grenzen angelangt. Sie brauchen Unterstützung und eine Reduzierung ihrer Pflichtausgaben. Und ja, wie geht das jetzt? Natürlich dadurch, dass die Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird. Für mehr Aufgaben werden mehr Lehrkräfte benötigt, meine Damen und Herren. Und das betrifft nicht nur die Integration geflüchteter Kinder, das betrifft auch all die zusätzlichen Aufgaben, die Sie ja also im Schulprogramm jetzt auch festgelegt haben, der Ausbau der Ganztagsangebote, es betrifft die Inklusion, es betrifft die Arbeitszeitverdichtung durch Dokumentation und Elterngespräche und vieles mehr. Meine Damen und Herren, für eine Umverteilung der Aufgaben braucht man ein teamfähiges Kollegium, das vor allem mit ausreichenden personellen Ressourcen versorgt ist. Lehrerinnen und Lehrer mit kurzfristigen Verträgen auszustatten, ist nicht nur für diese selbst, sondern auch für den Teamgeist und die Qualitätsentwicklung in Kollegien katastrophal. Qualität, inhaltliche Arbeit, Schulkonzepte brauchen Zeit zur Entwicklung, und sie brauchen stabile Arbeitsbeziehungen. Und das ist es doch, was Sie immer wieder sagen. Sie wollen eine Qualitätsentwicklung an den Schulen, aber dafür müssen Sie auch die Bedingungen schaffen, meine Damen und Herren. Daher unterstützen wir diesen Antrag der FDP, und wir fordern die Landesregierung auf, die Praxis der befristeten Verträge an den hessischen Schulen zu beenden, mindestens aber die Sommerferien bei Befristung zu bezahlen, damit sich Lehrerinnen und Lehrer nicht jedes Jahr für mehrere Wochen arbeitslos melden müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lorz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Problematik der Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien ist eine altbekannte Herausforderung. Da hat der Abg. Degen vollkommen recht. Und selbstverständlich ist das Hessische Kultusministerium darum bemüht, dieses Phänomen so gering wie möglich zu halten. Wir sind ja auch in ständigem Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit, um im Rahmen des rechtlich und haushaltstechnisch Möglichen Lösungen zu finden, die das Problem der Lehrerarbeitslosigkeit mindern. Aber, meine Damen und Herren, die Ehrlichkeit gebietet es schon auch festzustellen, das liegt nicht allein in unserer Hand. Solange es in Deutschland eine Berufswahlfreiheit gibt, wird es auch die Situation geben, dass die Bewerberlage und der Einstellungsbedarf nicht genau übereinstimmen. Das gilt übrigens in beide Richtungen. Und damit werden auch Bewerber, für deren Lehramt und Fächerkombination gerade kein Bedarf besteht, zumindest vorübergehend arbeitslos sein. Das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht zu vermeiden, meine Damen und Herren. Aber das nur als grundsätzliche Vorbemerkung. Jetzt schauen wir uns das Problem ein bisschen näher an. Ich will jetzt auch einmal der Versuchung widerstehen, der die Opposition nicht widerstehen konnte, dieses Thema einfach zu einem bildungspolitischen Rundumschlag zu nutzen. Das zeigt übrigens, finde ich bezeichnend, dass Sie offensichtlich fanden, das Thema alleine gibt für 10 Minuten nicht genug her.
Ja, das ist, aber man kann sich die Probleme auch einmal im Einzelnen anschauen. Da machen wir doch am besten als allererstes einen ordentlichen Faktencheck. Dieses Hohe Haus hat sich ja schon im Jahr 2009 intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und damals etwa für die Weiterbeschäftigung von Lehrkräften über die Sommerferien auch zusätzliche Mittel von fast 17 Millionen € zur Verfügung gestellt, die wir, meine Damen und Herren, seither im Haushalt auch kontinuierlich mit den entsprechenden Erhöhungen fortschreiben. Und parallel dazu, da besteht wirklich ein Zusammenhang, parallel dazu hat die damalige Kultusministerin, Frau Hensler, im März 2009 den Erlass herausgegeben, der ja hier jetzt schon mehrfach angesprochen worden ist. Ich will daher auch darauf verzichten, jetzt im Einzelnen über die 39 Kalenderwochen zu reflektieren. Ich will nur hinzufügen, es gibt da z.B. auch eine Alternative, die sagt, Verträge, die für ein komplettes Schuljahr abgeschlossen werden, also vom August quasi bis Juli des Folgejahres, wo man dann in beiden Jahren eigentlich nicht auf die 39 Kalenderwochen kommt, isoliert betrachtet. Dafür gibt es eine Extraregelung in diesem Erlass, dass auch in diesem Fall selbstverständlich die Sommerferien mitbezahlt werden. Das zeigt, wie ausgewogen und wie auch verschiedene Konstellationen berücksichtigend dieser Erlass damals formuliert worden ist. Und ja, Herr Greilich, es war eine Großtat, dieser Erlass. Es war eine Großtat, und man hat das auch sofort an den Zahlen gesehen, die eben auch entsprechend heruntergegangen sind. Und ich bin der Meinung, und ich habe dazu auch bisher noch keinen wirklichen Widerspruch in diesem Hause gehört, ich bin nach wie vor der Meinung, dieser Erlass ist fair und gut. Und deswegen haben wir ihn ja auch seit 2009 ohne Unterbrechung völlig unverändert beibehalten. Aber deswegen muss ich sagen, es ist auch zumindest merkwürdig, wenn ausgerechnet die Partei, deren Ministerin ihn gemacht hat und die bis heute stolz darauf ist und meiner Ansicht nach zu Recht jetzt seine Beibehaltung kritisiert. Das machen wir ja. Aber da kann ich auf das verweisen, was Herr Wagner auch schon gesagt hat. Wenn Sie Fälle haben, wo dieser Erlass nicht beachtet wird, sagen Sie sie uns, wir gehen denen nach. Und vielleicht müssen wir es auch noch einmal präzisieren, dass das wirklich ein Anrecht ist, ja, falls es irgendjemand da draußen noch nicht verstanden haben sollte. Aber wir haben ja bisher nicht über einzelne Fälle geredet. Wir reden über die generelle Situation, und wir reden über die allgemeinen Regeln. Und deswegen hat der Faktencheck auch noch einen zweiten Teil. Und da müssen wir jetzt einmal ein paar Zahlen richtigstellen. Herr Abg. Greilich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher Sie Ihre Zahlen haben. Ich habe mir einfach einmal, Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis, er hat eine Grafik gezeigt. Ich zeige ein Balkendiagramm, ist vielleicht nicht ganz so gut zu erkennen. Aber ich trage die Zahlen deswegen auch gleich im Detail vor. Aber vielleicht erkennt man wenigstens den Briefkopf. Ich habe mir das nämlich von der Bundesagentur für Arbeit, von der Regionaldirektion Hessen, habe ich mir die Zahlen der letzten 4 Jahre erbeten, jeweils arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer im August. Und danach ergibt sich Folgendes. Erstens. Im August 2013 waren keineswegs, wie es im Antrag steht, nur 759, sondern 883 Lehrer arbeitslos. Das heißt schon einmal, die Basiszahl ist deutlich höher. Zweitens. Im August 2016 waren keineswegs 1.102, sondern 1.046 Lehrerinnen und Lehrer ohne Beschäftigung. Das ist deswegen wichtig, weil die Zahlen der Antragsteller suggerieren, es habe einen Anstieg der Sommerferienarbeitslosigkeit in diesen 3 Jahren um 45% gegeben. In Wahrheit sind es aber gerade einmal 18%. Und das, meine Damen und Herren, liegt sehr wohl noch innerhalb der normalen Schwankungsbreite für solche Zahlen. Und dass es übrigens hier wirklich um die normale Schwankungsbreite geht, das erkennt man auch an der dritten falschen Behauptung des Antrags. 2016 ist nämlich keineswegs ein vorläufiger Höchststand erreicht worden. Deswegen habe ich das Balkendiagramm zeigen wollen, weil da sieht man es nämlich auch richtig optisch. Vielmehr sind die Zahlen von 2013 auf 2014 und von 2014 auf 2015 tatsächlich zweimal angestiegen, von 2015 auf 2016 dann aber wieder gefallen. Und nach den Trendmeldungen der Bundesagentur für Arbeit, jetzt vom Mai 2017, darf man auch begründet hoffen, dass wir 2017 wieder einen Rückgang sehen werden. Dann wären wir auf jeden Fall schon wieder sehr nah dran an der Ausgangszahl von 2013. Und das alleine zeigt schon, meine Damen und Herren, dass hier völlig normale Veränderungen der Tatsachenlage künstlich zu einem angeblich neuen Problem aufgebauscht werden. Trotzdem haben wir uns natürlich darüber Gedanken gemacht, welche Sondereinflüsse hier zum Tragen gekommen sein können. Und wir haben tatsächlich drei gefunden, meine Damen und Herren.
Ich will nur vorab noch klarstellen, wegen Punkt 5 des Antrages, für Lehrkräfte mit Mangellehrämtern oder Mangelfächern gilt das alles sowieso nicht. Denn die erhalten grundsätzlich unbefristete Einstellungsangebote. Und deswegen gibt es insofern auch keinen Wettbewerbsnachteil. Da besteht definitiv kein Zusammenhang zwischen dieser Thematik und der Frage der Sommerferienarbeitslosigkeit. Aber zu den drei Erklärungen. Zwei sind hier schon angesprochen worden, die dritte darf ich hinzufügen. Erste Erklärung, die Kettenvertragsproblematik, hat der Abg. Schwarz bereits genannt. Die sind wir gerade dabei aufzulösen, bzw. haben wir aufgelöst, übrigens im Rahmen einer Einigung mit den Gewerkschaften, dass wir eben keine über Gebühr langen Befristungen oder vielfache Befristungen von Arbeitsverträgen mit Lehrerinnen und Lehrern mehr haben. Dadurch sind auch mittlerweile schon viele langfristig befristet beschäftigte Lehrkräfte jetzt zu einer unbefristeten Einstellung gekommen. Aber natürlich mussten wir uns auch von Personen trennen, die die Qualifikation für eine solche unbefristete Einstellung einfach nicht hatten. Zweite Erklärung, die hat Herr Wagner schon angesprochen. Gerade in den letzten beiden Jahren sind natürlich im Bereich der Deutschförderung für die zahlreichen zugewanderten Kinder und Jugendlichen mehr befristete Verträge abgeschlossen worden als üblich. Und wenn mehr befristete Verträge abgeschlossen werden als üblich, dann erhöht das natürlich tendenziell auch das Problem der Beschäftigung über die Sommerferien. Und der Grund, warum mehr befristete Verträge abgeschlossen worden sind, obwohl wir ja unbefristete Planstellen zur Verfügung stellen, ist ganz einfach der, dass man teilweise natürlich für die kurzfristige Deutschförderung, für die Intensivkurse auch andere Lehrkräfte braucht, andere Lehrkräfte beschäftigt hat, als diejenigen Lehrkräfte, die dann die nächsten 30 Jahre im Regelschuldienst diese Kinder und Jugendlichen und die ihnen nachfolgen, beschulen werden. Und die dritte Erklärung, meine Damen und Herren, ist eigentlich die einfachste. Aber man muss sie mal sagen, wenn Sie insgesamt mehr Lehrerstellen im System haben, dann steigt natürlich auch der Vertretungsbedarf. Und das schließt nicht immer notwendigerweise die Sommerferien ein. Das heißt, gerade die Tatsache, dass in dieser und in der letzten Legislaturperiode, da nehmen sich nämlich Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün gar nicht viel. Wir haben insgesamt 5.000 unbefristete Planstellen neu geschaffen. 2.500 in der letzten, 2.500 in dieser Legislaturperiode. Und das führt wie bei kommunizierenden Röhren zwangsläufig zu einem Anstieg der befristeten Verträge. Und erklärt im Übrigen auch, warum die Sommerferienarbeitslosigkeit schon von 2009 bis 2013 von den knapp 500, die sie nach dem Erlass erst einmal erreicht hat, schon wieder auf über 800 bis 2013 angestiegen war. Also da muss man wirklich sagen, das Gute, was man tut, die 105%, die vielen zusätzlichen Stellen, die ins System gekommen sind, die schlagen sich hier natürlich in einem Nebeneffekt scheinbar negativ nieder. Aber Sie wollen es doch nicht ernsthaft nahelegen, meine Damen und Herren. Wir hätten die Stellen besser nicht schaffen sollen, weil dann die Sommerferienarbeitslosigkeit niedriger gewesen wäre. Das wäre ja wohl absurd. Und dann kann ich schließlich zum Abschluss auch nur noch einmal festhalten, wer das ändern will, meine Damen und Herren, der muss über die Regeln reden. Und das kann man. Wir können gerne über die Regeln reden. Wir können z.B. gerne darüber reden, sind 39 Wochen, übrigens bei diesen 39 Wochen werden die Sommerferien immer mitgezählt. Also man muss nicht 39 Wochen beschäftigt sein, dann kriegt man vielleicht die Sommerferien noch oben drauf, sondern man muss 33 Wochen quasi außerhalb der Sommerferien beschäftigt sein, und dann kriegt man schon die Sommerferien mit oben drauf. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, damit der Erlass richtig zu verstehen ist. Natürlich kann man finden, dass man auch mit 38 Wochen schon in den Genuss dieser Bezahlung kommen sollte. Nur irgendwo muss eine Grenze sein, das hat Herr Wagner schon gesagt. Und dann wüssten wir schon auch gerne, wo man diese Grenze ziehen will. Aber darauf hat es in dieser ganzen Debatte keine Antwort gegeben. Und deswegen, meine Damen und Herren, eines geht nicht. Sich selbst für eine Regelung feiern, anschließend die Landesregierung für ihre Beibehaltung kritisieren und keine Idee zu ihrer Änderung liefern. Das ist keine seriöse Oppositionsarbeit, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Es liegt mir eine weitere Wortmeldung vor von Kollegen Greilich, der FDP. Bitte schön, Sie haben das Wort. 5 Minuten. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Minister, mit dem Vorwurf, irgendetwas sei seriös oder unseriös, sollte man da etwas vorsichtig umgehen, wenn man selbst nicht in der Lage ist, die richtigen Zahlen auf Anfragen mitzuteilen, sondern sagt, es liegen uns keine Werte vor, wir müssen das an anderer Stelle
abfragen. Wir haben es uns von der Bundesagentur für Arbeit geholt. Ich bin ja froh, dass Sie sich mittlerweile auch mit der Bundesagentur für Arbeit beschäftigen. Und diese Grafik, die ich Ihnen vorhin schon einmal gezeigt habe, das ist die Grafik der Bundesagentur für Arbeit. Die haben nicht wir gemacht. Und hier sieht man nun einmal ganz deutlich den Peak, der da entsprechend hochgegangen ist. Und ich kann Ihnen das mit den Zahlen auch ganz genau erklären. Sie betrachten die absoluten Zahlen, die dort genannt worden sind. Aber worum es uns geht, ist das Thema der Sommerferienarbeitslosigkeit, sprich der Peak, genau das, was passiert in den Sommerferien, seitdem Sie das Ministerium führen, seitdem diese Koalition in Hessen regiert. Und da ist es nun einmal so, dass der Zuwachs in den Sommerferien in den Monaten Juli, August entsprechend hoch ist. Da stimmen meine Zahlen ganz exakt. Ich kann sie Ihnen gerne dann auch zur Verfügung stellen. Denn genau diese Differenz zwischen Zu- und Abgang, das macht den Anstieg aus, und der ist entsprechend groß. Ich werde Ihnen nachher den entsprechenden Ausdruck aus dem Internet, kann man sich sonst gerne auch selber ziehen, rausholen. Aber ich gebe es Ihnen auch gerne. Das Papier für den Neudruck haben wir noch. Meine Damen und Herren, das Entscheidende ist in der Tat Sommerferienarbeitslosigkeit. Deswegen dürfen Sie nicht das ganze Jahr betrachten, Herr Kollege Schwarz, und was Sie da sonst alles vorgetragen haben. Fest steht, und das macht die Grafik mehr als deutlich, und da können Sie mit Balkendiagrammen nichts dran ändern. Das Entscheidende ist, seit Schwarz-Grün in Hessen regiert, ist diese Spitze, diese zusätzliche Arbeitslosigkeit von Lehrern in den Sommerferien um 50% gestiegen. Das ist die Differenz zwischen 759 und 1.102 zusätzlichen arbeitslosen Lehrern in den Monaten Juli und August. Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Bundesagentur ist insofern ja auch sehr eindeutig. Überall ist das Phänomen der Sommerferienarbeitslosigkeit rückläufig. Nur da, wo die GRÜNEN mit der CDU regieren, da ist es umgekehrt in Baden-Württemberg und in Hessen. Und Kollege Schwarz, da musste ich ja ein bisschen schmunzeln. Deswegen allein hätte ich mich nicht zu Wort gemeldet. Aber wenn ich schon hier bin, dann will ich es Ihnen doch auch noch einmal sagen. Sie haben das Problem der Kettenarbeitsverträge angesprochen, die vor über 10 Jahren in Hessen abgeschlossen worden sind. Über 10 Jahre gedauert. Darf ich nur einmal genau auch darauf hinweisen, Herr Kollege Schwarz? Die Situation hat die Kollegin Hensler vorgefunden. Im Februar 2009 hat sie ihr Amt angetreten. Erinnern Sie sich daran, über welchen Erlass wir hier reden, der zwar bis heute in Kraft ist, aber offenkundig nicht umgesetzt wird. Der stammt vom 5. März 2009. Das heißt, es war eine der ersten Amtshandlungen von Doris Hensler. Davor gab es andere Kultusminister. Das mögen Sie dann bitte in Ihrer Fraktion besprechen, ob Sie Kollegen Banzer wirklich einen Vorwurf machen wollen oder, wenn Sie 10 Jahre zurückgehen und die Zeit davor, der Kollegin Wolf. Ich mache diesen Vorwurf nicht, weil damals in der Tat die Frage Kettenarbeitsverträge juristisch noch nicht so geklärt war. Aber, und das sollten wir festhalten und uns heute noch einmal ausdrücklich bei Doris Hensler bedanken, sie hat das als eine ihrer ersten Amtshandlungen geändert. Ich sage deshalb vielen Dank an Doris Hensler und fordere Sie auf, dieses auch umzusetzen und dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr diese Sondersituation in Hessen haben. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Der Antrag wird in den KPA soll abgestimmt werden. Gut. Dann lasse ich über diesen Antrag abstimmen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Ja, damit sind wir erst einmal am Ende. Und ich unterbreche die Sitzung für die Mittagspause. Wir sehen uns wieder um 14:45 Uhr. Vielen Dank.